is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Himmel lohnt sich. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Die Liebe Gottes ist unermesslich und unvergleichlich. Sie ist unendlich. Wenn wir die Hoheit und die Herrlichkeit Christi betrachten, dann erkennen wir, wie groß die Liebe war, die das Opfer am Kreuz von Golgatha veranlasste, um eine verlorene Welt zu retten. Dieses Thema wird die Heiligen in alle Ewigkeit mit Bewunderung und Staunen erfüllen. Warum sollten wir eigentlich nicht schon hier in dieser Welt darüber nachdenken? Welch ein Geheimnis der Gottseligkeit. Gott im Fleisch offenbart. Dieses Geheimnis wird noch größer, wenn wir es zu begreifen suchen. Es ist nicht zu erfassen. Und doch erlauben Menschen, dass weltliche, irdische Dinge den schwachen Schimmer, den Sterbliche von Jesus und seiner unvergleichlichen Liebe haben können, noch blockieren. Wie können wir uns für irdische Alltagsdinge so begeistern und nicht von diesem Bild bewegt werden, vom Kreuz auf Golgatha, von der Liebe, die sich im Tod des geliebten Gottessohnes offenbart? All diese Demütigungen und Ängste wurden erduldet, um die schuldigen und undankbaren Verirrten wieder ins Vaterhaus zurückzubringen. Diese Heimat der Seligen, ich kann es mir nicht leisten, sie zu verlieren. Wenn ich gerettet werde, ins Reich Gottes gelange, dann werde ich ständig neue Tiefen im Erlösungsplan entdecken. Die erlösten Heiligen werden allesamt wie nie zuvor die Liebe des Vaters und des Sohnes erkennen und schätzen. Loblieder werden von den unsterblichen Zungen angestimmt. Er hat uns geliebt. Er gab sein Leben für uns hin. Mit unserem verherrlichten Körper, mit unseren gesteigerten Fähigkeiten, mit gereinigten Herzen, mit reinen Lippen werden wir den Reichtum der erlösenden Liebe besingen. Im Himmel wird es keine Leidenden geben, keine Skeptiker, die wir mühevoll von der Realität ewiger Dinge überzeugen müssten, keine Vorurteile, die auszurotten sind. Alle werden für diese Liebe empfänglich sein, die alle Erkenntnis übersteigt. Es gibt Gott sei Dank eine Ruhe, einen Ort der Ruhe für das Volk Gottes, wo Jesus die Erlösten auf grüne Auen führen wird, an den Strömen des Lebenswassers entlang, die die Stadt unseres Gottes fröhlich machen. Dann wird das Gebet Jesu erhört sein. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. The Lord is coming. Are you